Wenn das nicht abgeht hier. Ja, sag ich ja. Manche Leute haben das Problem, dass sie die Antenne nicht abgeht. Geht die bei dir ab? So, wir nehmen eine mittelgroße Wasserpumpenzange dafür. Ja, so, das passiert, war's. Habt ihr jetzt live gesehen, wenn man dann versucht, die Antenne mit der Zange abzumachen, die bricht ab. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei uns aus dem Autozentrum Duisburg. Heute Content zum Thema Smart 451. Problem ist, aktuell dieser Smart 451 hat keinen Radioempfang oder schlechten Radioempfang. Und die meisten von euch werden wahrscheinlich das Problem haben, dass ihr die Antenne nicht mehr abkriegt, wenn ihr eine Waschstraße fahren wollt oder so. Was ist in diesem Falle zu tun? Man muss den Antennenfuß wechseln. So, Antennenfuß haben wir hier einen bestellt, ein Original Smart Teil. Zubehör, nach meiner Recherche gibt es das nicht. Kann man kaufen, Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und wir werden eine super sportliche Antenne für dieses super sportliche Fahrzeug verbauen. Antenne gibt es für den 5er. Also wenn er beides kaputt hat, müsst ihr halt beides neu kaufen. Kriegt er die Antenne raus, habt das Problem, dass ihr schlechten Radioempfang habt, braucht er halt nur den Antennenfuß wechseln. So, wieso hat man durch den Antennenfuß oder durch einen defekten Antennenfuß schlechten Radioempfang oder zeitweise schlechten Radioempfang? Zeigen wir euch aus. Auch jetzt mal ganz kurz dazu. Packe ich das Teil mal eben aus, wenn ich das jetzt aufkriege. Jawohl. Problem ist, aber du hast auch teilweise schlechten Radioempfang. Irgendwie korrodiert das wohl hier drin. Da zieht wohl Feuchtigkeit rein und irgendwie korrodiert das dann wohl an der Stelle und dann hat man schlechten Radioempfang. Ja, ist irgendwie. Moment, man ja. Kann auch hier dran testen. Ja, man kann was testen. Was kann man testen? Ja, indem das nicht abgeht hier. Ja, sag ich ja. Manche Leute haben das Problem, dass sie die Antenne nicht. Geht die bei dir ab? Geht nicht? Ja, okay. Sollen wir mal zeigen, was passiert, wenn wir die jetzt mit Gewalt abmachen? Wäre ja interessant. Wir haben jetzt Gott sei Dank einen neuen Antennenfuß und eine neue sportliche Antenne. Ich hole mal Ihnen eine Zange. Johann, Zangen haben wir genug. Die große Rohrzange war leider aus. Aber ich glaube, die sollten dafür reichen. Also wie gesagt, Problem bei uns an dem Auto hier ist, wir jetzt mit dem Auto in die Waschstraße fahren. Ich demonstriere das jetzt nochmal ohne Zange. Der Johann hat ja etwas dickere Arme als ich, also wenn der den nicht abkriegt, kriege ich die auch nicht ab. Die ist definitiv so fest, dass man die nicht mehr abkriegt. Und wenn du mit der Antenne natürlich in die Waschstraße fährst, kann natürlich sein, dass die Antenne abreißt, wie auch immer. So, wir nehmen eine mittelgroße Wasserpumpenzange dafür und schauen jetzt mal, was passiert. Und du siehst hier auch schon, guck mal, hier hat auch schon jemand probiert mit der Zange. Siehst du die Abdrücke hier? Ja, das war ich. Ach, das warst du? Okay. Ja. Mit Zange hast du auch nicht abgekriegt? Ich hab nur versucht. Du wolltest es erst nicht kaputt machen. Genau. So, also, dann schauen wir jetzt mal, was passiert. Ja, so, das passiert, habt ihr jetzt live gesehen, wenn man dann versucht, die Antenne mit der Zange abzumachen, die bricht ab. So, was hast du jetzt als Problem? Du kriegst natürlich keine neue Antenne mehr da rein, weil natürlich die Antenne abgebrochen ist. Ja, deswegen der neue Antennenfuß und deswegen die neue sportliche Antenne. Also, wir brauchen Werkzeug aus unserem wunderbaren Werkzeugkasten, den wir ja für so gut wie alles benutzen. Die Abonnenten von uns sind, wissen das, dass das mein Lieblingswerkzeugkasten ist. Link für diesen Werkzeugkasten unten in der Videobeschreibung. So, aufgepasst. Nein, ich habe den doppelt sogar. Ich habe zwei von diesen Werkzeugkästen. So, schaut mal hier, kommt mal ran hier mit der Kamera. Hier haben wir so eine Plastikschraube. Sollte, schaue ich jetzt mal, ich habe jetzt hier einen 30er Torx. Ist mein Mikro an? Ja, mein Mikro ist an. Wir gehen jetzt hier rein, lösen diese Schraube. Wunderbar, so eine Plastikschraube. So, lösen die, nehmen die raus, legen die an die Seite. Und da müsste jetzt noch so eine Kappe hier drin sein. Oder so eine Klammer. Die hier, ja. Die muss man etwas rausfummeln. Da, zack. So, also das rausziehen. Ne? Und dann können wir jetzt, glaube ich, die Kappe abmachen. Ich komme mal dazu wieder raus. Dann schauen wir mal, ob wir die Kappe jetzt hier abkriegen. Tür dabei offen lassen. Nicht zumachen, Johann, sonst klemmst du mir die Finger ein. Dann war es das heute mit dem Video. Hä? Dann können wir den Antennenfuß heute nicht wechseln. So. Die wunderbare Verblendung des Smarts abnehmen. An die Seite legen, in dem Falle auf das Dach. Übrigens zum Smart 451. Wir hatten ja bei dem das Dach imprägniert. Wer hat das Video gesehen? Wie fandet ihr das Video? Gerne auch mal unten in die Videokommentare schreiben. Lampen gewechselt haben wir auch. Bremslicht, glaube ich, gewechselt und vorne umgerüstet auf H7 Nightbreaker 3
200 plus, so genau. So, weiter Antenne. Schraube haben wir hier. Müssen wir das Teil auch abschrauben hier? Ja, den Kotflügel muss man, glaube ich, auch. Also das ist der Kotflügel hier, der ist aus Plastik. Der ist hier mit zwei Schrauben befestigt. Die werden wir jetzt lösen. Ja, zwei erstmal für den Kotflügel. Ja. Ne? Eine haben wir auf jeden Fall Torx 30. Wo habe ich das Werkzeug hier hingelegt? Machen wir die Tür bitte zu. Also hier auch ist das Torx 30. Das ist auch Torx 30. Die Schraube raus. Beim Smart ist alles Torx 30. Das kann durchaus sein. Aber ich glaube, die Schraube hier vorne ist nicht Torx 30. Das ist kleiner. Passt 20. Ja, Johann hat ein gutes Augenmaß. 25 würde aber auch passen. So, die auch raus. Zack. Jetzt können wir das hier so schön an die Seite klemmen. Machen wir die Tür nochmal auf. Müssen wir ein bisschen gucken, dass wir uns da ein bisschen ranarbeiten. Ob wir unten eventuell noch. Ja, hier den Splint hier unten. Ja, schauen wir mal. Ich mache die große Schraube jetzt nochmal los und dann schauen wir, wie wir da beikommen oder auch nicht. Mach nochmal zu. So, das ist jetzt hier von dem Antennenfuß selber. Machen wir auch raus. Ja, sonst haben wir ein Problem. Zack, auch raus. Ja, und ihr könnt hier auch schon sehen, wie korrodiert das schon ist. Ne? Also das ist halt ein Problem, ist halt ein Feuchtigkeitsproblem. So, jetzt können wir das hier rausziehen. Schaut mal, einfach nach oben wegziehen. Jetzt haben wir unten hier das Kabel dran. Das ist relativ lose. Für die Leute, bei denen es nicht lose sein sollte, ja, Zange benutzen. Wasserpumpenzange. So, also ja, Korrosion kann ich jetzt hier in dem Antennenstecker nicht feststellen. Ja, machen den neuen rein. Zeigen jetzt noch mal kurz den Unterschied hier. Ne? Antenne abgebrochen auf der Seite und neuer Antennenfuß halt auf der Seite. So, Einbau umgekehrt natürlich auch, wie wir es eingebaut haben. Kabel anschließen, festmachen. Bei denen das jetzt hier korrodiert sein sollte, müsst ihr natürlich ein bisschen mit Rostlöser oder sonst irgendwas im Vorfeld arbeiten, um das natürlich schick zu kriegen. Sonst habt ihr halt wieder ein Empfangsproblem. Verblendung haben wir noch, ne? Wo haben wir die Verblendung? Da oben haben wir die Verblendung. Die wunderbare Pulsverblendung. So, und jetzt kommen wir zu der super sportlichen Antenne. Die Antenne knallen wir hier auf alle Autos drauf, weil die günstig ist, die kosten 5er und du hast jede Menge Adapter dabei. Das können wir mal hier oben zeigen. Ich mache die mal auf hier. Antenne schön im sportlich schwarz, schwarz matt. Ist aus Gummi, für die, die es wissen wollen. Also flexibel. So, das sind die Adapter, die dabei sind. So, jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier brauchen für einen Adapter. Ja, zeig mal. Also sind von 4 auf 5, von 5 auf 6, bunt gemischt. Also auf jeden Fall ist da für alle Antennen irgendwas dabei. So. Der ist zu groß. Die Seite passt. Da müssen wir gucken, ob das jetzt noch in die Antennenseite reinpasst. Das sieht man hier. Wunderbar. Also schraube ich das jetzt einfach hier rein. Und ja, mit der Antenne habt ihr natürlich ganz klar den Vorteil, wenn die mal wieder fest sein sollte, habt ihr nicht die lange Antenne drauf, könnt ihr mit der kurzen Antenne schön in die Waschstraße fahren, auch wenn eure Antenne fest ist. So, das war's gewesen. Und eure Meinung in die Kommentare. Besser hier den Schlagstock am Smart dran als Antenne, ne? Oder schöne kurze sportliche Antenne und wieder richtig schicken Empfang. Ja, das würde mich mal interessieren. So ein bisschen den Faden verloren zum Ende des Videos. Also, wie gesagt, kurze, sportliche Antenne und den Antennenfuß. Hab da zusammen gewechselt. Der Antennenfuß kostet 20 und die Antenne kostet 5er, also 25 € kostet so eine Aktion, damit ihr ja,
das Problem löst und wahrscheinlich auch das Empfangsproblem von eurem Smart. Hattet ihr schon mal Empfangsprobleme an eurem Smart und habt eventuell den Antennenfuß schon mal gewechselt? Schreibt mal in die Kommentare, ob das bei euch geholfen hat oder was ihr gemacht habt. Aus unserer Erfahrung hilft, wie gesagt, den Antennenfuß zu tauschen. Links zu den ganzen Produkten unten in der Videobeschreibung. Daumen nach oben da lassen für das Video, Kanal abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.